Guten Morgen, Leute, zu Tag Nummer 6 heute. Wir sind relativ früh aufgestanden, da heute der Ausflug nach Juzhou ansteht. Wir haben 6.50 Uhr und wir haben es tatsächlich geschafft, die scheiß Erdbeeren wegzubekommen. Yes. Was sagst du dazu? Gut, oder? Also die Erdbeeren sind auch von dir und von deinen Eltern, wo ihr Erdbeeren pflücken wart. Und wir hatten zwei solche Riesenkörbe. Solche. Und also wir haben es jetzt richtig hart durchgezogen und die ganze Zeit diese scheiß Erdbeeren gegessen. Und so verwässert, das gibt's gar nicht. Wir haben eigentlich echt relativ wenige wegschmeißen müssen. Die haben ganz gut gehalten. Das ist doch relativ lang sogar. Das war ja von Donnerstag. Donnerstag hat es gepflückt. Ja. Jetzt heute ist auch schon wieder Dienstag. Genau, jetzt dürfen wir hier noch ein schönes Brot und ein schönes Ei essen. Ja, ich glaube, ich esse noch ein Brot und ein Ei. Bisschen Wasser noch. Hier, kurzes Wetter-Update für heute. So sieht's aus. So sporttechnisch ist unter der Woche relativ wenig los, oder? Frühsportmäßig, oder ist das noch zu früh auch ein bisschen? Wenig, okay. Hier unten sieht man ein bisschen was. Hier. Der Klassiker. Smog-Level geht heute eigentlich auch. Ich bin gespannt, wir fahren 2 Stunden mit dem Zug. Also wieder so ein Schnellzug. Mal schauen, ob wir es heute tatsächlich das erste Mal schaffen, den Zug zu erwischen. Wir müssen die Tickets wieder umtauschen. Wir werden um 20 nach 7 abgeholt. Ja. Lass uns überraschen, gepackt ist schon. Dubai steht da drauf. Also eigentlich ist es zu, glaube ich nur. Ich habe wieder einen Fensterplatz ergattert. Es gibt ein paar Aufnahmen von der Landschaft. Wir fahren 2 Stunden und dann beginnt das Sightseeing-Programm. Ich bin echt gespannt, was der Boss organisiert hat. Bist du auch gespannt? Ja, Mann. Hey, was ist denn das? Das ist eine Kotztüte. Eine Kotztüte. Zug, okay. Das ist ja super ausgestattet. Also der andere Boss, achso, ja. Ja, die Züge sind gut eigentlich. Also ich mag sie voll. Der andere Boss ist in dem anderen Abteil hinten. Ganz weit hinten. Das ist der von der Schule, wo wir am ersten Tag waren. Mit dem müssen wir noch ein bisschen Connection machen, weil wir da nochmal hingehen wollen. Und ich wollte noch sagen, dass ich die Züge richtig krass finde. Also die schweben fast. Also ich weiß nicht, was die mit ihren Gleisen gemacht haben und mit diesen Rädern, aber die schweben da. Der Kamera-Shake ist nur, weil sie mir die Kamera so ein bisschen nur, weil ich einfach zu dumm bin, die Kamera zu halten. So ungefähr. Nee, es kommt nicht vom Zug. Der Zug ist einfach nur richtig krass. Das ist echt krass. Das ist das Flugzeug. Ja, deutlich.
Wir sind angekommen in Jutsu. Wir suchen gerade noch unsere Kontaktperson, wie es aussieht. Also der eine Typ, der eine ist ja der Lehrer von so einer Schule, von Bengbu. Und der kennt irgendwie den Schulleiter von der 16. Mittelschule hier. Also hier gibt es irgendwie 16 Mittelschulen, weil hier auch 7 bis 8 Millionen Leute wohnen. Und ja, jetzt fahren wir irgendwie mit dem rum oder keine Ahnung, der wird sich halt auskennen hier. Mal schauen. Wir sind hier mit den ganzen Bossen unterwegs. Ich bin gespannt, das Programm wird jetzt beginnen. Dein erster Eindruck hier? Gehen wir essen, oder? Ja, wir gehen essen. Also es ist nicht so ein gutes Restaurant. Ich glaube, es ist ein schlechtes Restaurant. Verhältnismäßig. Aber ich würde sagen, da, 5,000. Ihr seht hier unser Festmahl. Hier haben wir sogar einen Kugelfisch. Also wir haben den Kugelfisch probiert. Da haben wir sogar diesen Bauch da gegessen, also die Haut von dem Kugelfisch. Da waren noch so Mini-Stacheln dran, so richtig kleine. Und der Rest war eigentlich relativ normal, das war ganz gut. Wie fandest du den Kugelfisch? War ganz interessant, also. Ja, würde ich nicht essen und mehr von dem würde ich nicht essen. Ja, es hat schon. Zwei gegessen. Also ich fand dieses normale Fleisch war irgendwie so sehr glibberig und hatte irgendwie keine Konsistenz und hat nach nichts geschmeckt. Ja, genau. Und extremster Fischgeschmack. Und diese Haut, keine Ahnung, ich habe die relativ schnell runtergeschluckt. Aber es war irgendwie ein bisschen komisch, so diese Stacheln da zu spüren. Mittlerweile in den verwinkelten Gassen hier gelandet. Das ist erstmal sehr gut. Ich hoffe, wir leben noch bis morgen. Und scheinbar sind wir auf dem Weg zum Hotel. Vermutlich oder zur ersten Attraktion. Das wissen wir jetzt nicht ganz. Das ist witzig. Irgendwie ein richtiges Überraschungsprogramm immer. Und ja, wir laufen hier gerade so durch diese Slum-Gegend hier ein bisschen rum. Also ist auch richtig witzig. Weil hier überall Türen offen sind und du kannst theoretisch einfach so in diese Häuser reingehen. Du siehst halt hier diese Bodenverhältnisse. Das ist schon faszinierend. Also. Krass, sowas könnte man sich in Deutschland halt gar nicht wirklich vorstellen. Kann man hier mal nochmal schauen, in die Straße hintere. Hallo! Ja, aber die Leute sind sehr nett. Hier sieht man das wirklich nochmal. Kurzes Update, wir sind jetzt mittlerweile schon richtig lang in dieser komischen Schule hier drin, wir sind in dieser geilen Schule, die ist richtig cool.
Und unser Boss, beziehungsweise der Freund von dem Boss, der Boss von der Schule in Bengbu, will ja irgendwie so ein bisschen Freundschaft machen und die wollen halt hier so irgendwie Schüler so hin und her schieben, dass diese Damen ein bisschen mitspielen und gegeneinander spielen, halt so ein bisschen Connection machen und jetzt haben die ewig die ganze Schule von uns erst vorgestellt und jetzt natürlich auch noch die von denen. Also wir haben so einen Rundgang gemacht und jetzt hat das Schach mal angeschaut und so, aber auf jeden Fall ist die hier viel besser, diese Schule, also so viel moderner. Ihr habt es auch gesehen, hier der Schachunterricht läuft ein bisschen anders ab, nicht mit so einer gammeligen alten Tafel, sondern hier alles Hightech, Computer, Touchscreen. Und auch die Tische viel cooler, aber generell ist die Schule natürlich viel geiler. Einiges wurde hier auch neu renoviert, also die ist irgendwie 130 Jahre alt, die Schule, oder wird jetzt dann 130 Jahre alt. Also schon cool. Mal schauen, ich weiß nicht, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Zeit, einfach selber mal rumzulaufen, das ist dann ein bisschen cooler. Mal sehen. Ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt noch irgendein Sightseeing machen. Ich bin auch gespannt, welches Hotel wir gehen. Das wird alles noch sehr witzig heute. Also wir sind jetzt fertig hier mit unserer Session. Das heißt, die Leute haben jetzt hier gute Freundschaft geschlossen. Ich glaube, der Boss ist zufrieden. Die Schüler haben, glaube ich, auch aus langsam. Handsome. Was? Handsome, right? Oh, the students say that we are handsome? Yes. Oh, yes. Oh, okay. Oh, hi. Hi. How are you doing? Hi, das ist die. Die stehen da alle rum. Ja, Alter, der eine zeigt einen Wichser. Alter. Alter. Was? Hi. Ich glaube, wir kriegen noch einen auf den Sack. Alter. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Hi.我们暂时送到你们巷子里面，没有没有，我们自己送到你们巷子里面。行，欢迎到六中去。好，有机会再来。谢谢，谢谢，再见，谢谢，拜拜，拜拜。 能，能出去，那边出去就是关前街。哦，嗯。Alter, witzig. Wir sind mittlerweile bei den Kanälen von Chuchu angekommen, wie ihr das hier seht. Ich glaube, das ist hier so diese Main Attraction. Hier ist eine richtige Touristenstraße ein bisschen. Neben diesen reichen Straßen hier, diese Kanäle. Das erinnert mich ein bisschen an Venedig natürlich oder auch Amsterdam. Nur halt, dass es ein Kanal ist und nicht 1000 Millionen Kanäle. Wir haben gerade zwei Ausländer gesehen. Lager ist ein bisschen ausgerastet. Hat schon länger keine Ausländer mehr gesehen. Also ich wollte ein Bild mit denen machen. Ja, wir wollten ein Bild machen. Ich kriege ja sonst keine Bilder mit Ausländern. Auf jeden Fall. Hat der Boss gemeint, es ist besser, wenn wir abends hierher gehen nochmal. Wegen den Lichtern wahrscheinlich und so. Die Straße geht auch ziemlich lang. Vielleicht scouten die schon ein Restaurant für heute Abend, oder ich weiß es nicht. Ja. Das war's eigentlich. Schauen wir mal noch, wie der Kanal hier weitergeht. Und hier gibt es immer dieses Müllboot, das hier durchfährt und die Blätter rausfischt und Müll. Ziemlich witzig.
Lass mal erklären, was wir jetzt machen. Wir fahren jetzt auf dem Kanal mit diesem kleinen Schiff. Also mit dem Müllboot, oder? Mit dem Müllboot, so ungefähr. Ein bisschen schade, dass das Müllboot uns nicht rammt dann. Also so eine Gondel quasi. Ich weiß, irgendwie ist der Kanal das Einzige, was wir hier so gesehen haben in dieser Stadt. Wird auf jeden Fall cool. Der Boss freut sich auch. Alter, ich habe ein bisschen Angst, dass ich ins Wasser falle. Das wackelt ja ultra. Memento! Todankchen! Memento! Watch your head! Das ist ja witzig. Alter, wie krass. Das ist ja witzig. Wow. Also voll geil, oder? Du sitzt vorne, wie geil. Amazing. Hä? Huh? Amazing. Woody Halle. Woody Halle. Kurzes Update. Wir sind mittlerweile in unserem schönen Hotel angekommen und es ist einfach richtig fett. Also wirklich richtig fett. Schaut euch erstmal hier den Ausblick an. Richtig geil. Und hier hat einfach jeder so ein einzelnes mega gemütliches Bett und es ist einfach richtig riesig. Ich hatte auch Bock, irgendwie noch so ein bisschen den Fernseher anzumachen später und ein bisschen Scheiße anzuschauen. Ein bisschen Chinesisch irgendwie anhören. Ja, genau, genau. Ich habe eigentlich auch einen Fernseher bei mir. Aber der ist natürlich geil. Aber wir müssen uns beeilen. Wir machen jetzt nicht mehr viel. Wir gehen jetzt gleich raus nämlich wieder. Beziehungsweise schauen noch kurz. Aber wir müssen wegen dem WLAN noch schauen. Boah, die Dusche ist natürlich auch geil. Das ist so eine Regenwalddusche. Irgendwie, die hat so einen richtig fetten Duschkopf. Richtig geil. Hier, ja, ist noch so Zahnputzzeug und alles. Dreimal könnt ihr raten, was hier drin ist. A, Zahnbürste, nein, ist es nicht. B? Was nein, du darfst nicht sagen, was nicht ist. Du machst jetzt A, B und C. Und dann A, B und C und in die Comments auf die Lösung in 3. Warte, nein. Du musst jetzt 3 Vorschläge machen, was es sein kann. Ey, ich weiß es doch. Ja, aber jetzt musst du 3 Vorschläge machen. Und einer davon ist richtig. Also, A, es ist eine Fernbedienung. B, es ist so ein tragbares Telefon, so ein ganz altes. Und C... C, es ist eine Taschenlampe. Das ist voll schwer. Auflösung in 3. Warte, ich will auch noch raten. Pausiert das Video und schreibt in die Comments, was ihr denkt. Also nochmal, ganz kurze Wiederholung. Also Fernbedienung, Taschenlampe oder altmodisches Handy? Ich glaube, es ist eine Fernbedienung für den Fernseher. Okay, sind you ready? Okay. Fernbedienung. Ja. Thank you.
war's für heute. Wir sind wieder in unserem Hotel gelandet. Wir sind noch richtig geil entlang gelaufen an diesem kleinen Flüsschen. War richtig chillig. Also es ist halt fast gar nichts mehr los gewesen. Da haben wir noch so ein paar Fotos gemacht, ein bisschen Musik gehört. Ich habe meine Schuhe ausgezogen, bin ein bisschen barfuß rumgelaufen. Richtig nice. Vor allem, es war auch voll wenig Verkehr. Und die paar Autos, die so vorbeigefahren sind, haben uns irgendwie richtig gefeiert. Haben so ein paar sogar rausgerufen. Dann habe ich mir jetzt noch diese schöne Regenwalddusche gegönnt. Die war richtig cool. Das ist so eine Dusche mit so einem richtig fetten Duschkopf. Richtig angenehm. Hier. Ja, richtig geiles Bad auf jeden Fall. Ich genieße dieses Hotel mega. Ich dusche vielleicht sogar morgen nochmal. Einfach nur, weil ich so Bock auf die Dusche habe. Morgen geht es um 8 Uhr raus. Morgen geht es wieder zurück nach Bingbu. Wir schlafen jetzt, beziehungsweise schauen noch kurz ins chinesische Programm rein. Dann schlafen wir. Glaube ich, richtig geil. Du schläfst schon, oder? Ich werde hier diese Timelapse auch noch beenden. Diese risky Timelapse. Damit verabschiede ich mich für den heutigen Tag. Schaltet morgen wieder ein. Wird wieder richtig cool. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, gute Nacht.